Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Wir reden heute ein bisschen über die Naturheilkunde. Quo vadis, wo stehen wir, wo sind die Tendenzen in der Naturheilkunde? Läuft hier denn immer alles richtig oder machen wir auch in der Naturheilkunde gewisse Fehler? Darüber möchte ich gerne heute mit einem Mitglied des Gremiums sprechen, nämlich der Chef von der Paramed, der Chefarzt von der Paramed, Dr. Med. Simon Feldhaus ist heute da und nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran! Ja, und da sind wir wieder. Lieber Simon, herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Und ich freue mich immer wieder, wenn du kommst, denn du intervenierst auch immer wieder in Themen rein, die auch der Naturheilkunde auch mal wirklich ernst nehmen muss, nämlich die Kommunikation, der Extremismus, Fanatismus. Ja. Bitte, was stößt dir da gerade am meisten auf? Ja, genau. Und das ist auch nochmal ein Dank an mich, dass man das hier überhaupt auch mal sagen darf, weil es ist heute so eine Welt entstanden, wo manchmal kritische Bemerkungen schwierig werden. Und interessanterweise durchaus auch im naturheilkundlichen Bereich. Mhm. Und tatsächlich habe ich mir so ein bisschen jetzt in der Weisheit des langsam voranschreitenden Alters überlegt, dass man auch mal kritische Tendenzen besprechen muss. Naturheilkunde ist ja auch mein zentrales Gebiet, oder Komplementärmedizin, ist ja egal, wie man das nennen will, ist ja etwas, wo eine Basis hat. Und die Basis ist eigentlich ganz einfach. Der Mensch hätte, jeder Mensch hätte, die eigenen Fähigkeiten, gesund zu sein oder gesund zu werden. Eigene Reparaturmechanismen und. Und die Frage ist, wenn ich jetzt krank bin oder wenn ich nicht gesund bin, warum funktioniert es nicht? Und die eigentliche Idee der Naturheilkunde wäre, diese sogenannten Selbstheilungskräfte zu aktivieren und den Körper und den Mensch wieder, Tier genau das Gleiche, wieder zur Gesundung zu führen. Das ist die Kernidee von Naturheilkunde, gar nicht mehr. Mhm. Und diese Selbstheilungskräfte, die muss man gar nicht so esoterisch beschreiben, wenn ich eine Wunde habe, die schließt sich. Das ist eine Selbstheilungskraft. Das ist Biochemie. Also es ist nicht nur so irgendwie Energien oder so, sondern einfach der Körper hat seine Fähigkeiten. Und jetzt gibt es eben Situationen, wo er das nicht hat. Und die Frage ist ja jetzt, warum geht das nicht und was müsste ich tun, um das zu reparieren? Ja. Das war die Idee von Naturheilkunde. Mehr ist es gar nicht. Das heißt, eigentlich ist der Organismus zu sehen und da ist eben jeder anders. Du bist anders als ich. Wenn sich deine Wunde nicht richtig schließt, ist es nicht zwangsläufig das Gleiche, warum es meine nicht ist. Und wir müssen doch diese Individualisierung im System erkennen. Und das heißt, wir müssen bei jedem Menschen, der ein Problem hat, immer wieder neu anfangen. Und dann müssen wir herausfinden. Und die Naturheilkunde, naturheilkundig. Ich bin kundig über die Heilung mit der Natur. Das wäre eigentlich die Idee. Und die Basis ist auch hier die natürliche Wahrnehmung durch die Sinne. Man hat früher mit Händen, Füßen, Augen gefühlt, angefasst, diagnostiziert und dann einen Therapieplan entwickelt. Das war mal die Idee in der Naturheilkunde. Und natürlich ist es klar, wir haben neue Entwicklungen. Es wäre ja blöd, die nicht einzubauen. Wir können heute auch Dinge messen. Früher hat man den Finger in den Urin und geschmeckt, wie der so ist. Heute können wir im Urin unglaublich viele Stoffwechselparameter messen. Das ist auch alles gut. Aber wir müssen vielleicht aufpassen und mein Eindruck ist, dass die Naturheilkunde sich zu sehr übertechnologisiert, dass man die Basis vergisst und heute alles nur noch irgendwie Technik macht. Man wird kaum noch angefasst, es werden kaum noch die klassischen Diagnostiken gemacht, sondern nur noch die neuen Sachen. Nur noch, kaum hast du was, musst du ein Urin mit 45 Parametern messen und 37 Sachen. Dann jeder Dritte kommt heute mit irgendwas aus der russischen Raumfahrttechnik. Oder noch schöner, mein besonderes Lieblingsbegriff ist quantenphysikalisch. Also irgendwelche Maschinen, die aus der Quantenphysik angelegt werden. Dann klemmt man dir das an den kleinen Finger, Ohrläppchen oder wohin auch immer, drückt auf einen Knopf und diese Maschine erkennt jetzt dich und misst mit nur zwei Kabeln alles. Und da kommt dann heraus, oxidativer Stress in der dritten Lebersegment hinten links und in der Gallenblase einen Stein und da unten rechts noch das, nitrosativer Stress hier und das Hirn, dem fehlt ATP. Ja, manchmal steht auch noch zu 70%, was du AIDS und dann was. Genau, alles das oder Schwermetalle kommt auch noch drin vor, natürlich, klar. Und das Ganze ist dann nachher quantenphysikalisch bewiesen. Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Und schon so ein Satz, Quantenphysik beweist, zeigt ja, dass die Person, die das gesagt hat, noch nie was von Quantenphysik verstanden hat, weil Quantenphysik ja genau gar nichts beweist, sondern fast alles genau ins Gegenteil belegt, nämlich diese Unschärfe und die Unklarheit darstellt und eben nicht diesen Direktbeweis hat, weil ja alles anders ist, als wir denken, wenn wir es quantenphysikalisch versuchen zu betrachten.
Und das halte ich für eine Entwicklung, die nicht richtig ist, weil die Naturheilkunde verliert für mich oft den Boden. Nämlich, dass da ein Mensch ist, den müssen wir mal angucken in seiner Gesamtheit und auch von unten anfangen mit den einfachen Sachen. Das ist nicht immer gleich tausende von Produkten, sondern warum reguliert der Mensch nicht? Was verhindert, dass Organsysteme, Psyche, Körper, Geist miteinander regulieren? Und das Thema, um das geht es eigentlich. Und das ist bei jedem Menschen eben anders. Und wieso arbeitet auch immer mehr in der Naturheilkunde mit irgendwelchen Schematas? Weil Schema ist für mich genau der Widerspruch zur Individualität. Wenn ich ein Schema habe, wie man was behandelt, dann behandelt ich dich, mich, meine Mutter mit Husten alle gleich. Will sich die Naturheilkunde immer mehr an der Schulmedizin orientieren, um auf wahrgenommen zu werden? Ja. Das ist mein Eindruck. Das ist mein Eindruck, dass man einen gewissen nachvollziehbaren Druck meint, zu folgen müssen, dass man eigentlich nichts anderes macht als Schulmedizin mit anderen Mitteln. Mhm. Also du hast Husten, ich gebe dir einen pflanzlichen Hustensaft. Wo ist denn der Unterschied zu einem chemischen Hustensaft? Klar, ist eine Pflanze drin und kein chemisches Molekül, aber am Ende sind zwei Substanzen, die den Husten wegnehmen. Mhm. Warum du hustest, ist ja nicht die Frage. Sondern du hustest, ich gebe dir was, damit du nicht mehr hustest, aber nicht, ich beseitige die Ursache des Hustens. Das ist eine unterschiedliche Geschichte. Und viel zu viel in der Naturheilkunde läuft momentan aus meiner Sicht zu sehr in die reine Symptombehebung. Mit anderen Mitteln natürlich. Und die Mittel sind nicht so giftig von mir aus. Aber die Philosophie geht verloren. Die Philosophie geht verloren, dass wir uns immer überlegen müssen, warum. Jetzt bei einem Husten ist schon klar, ich muss dann nicht explizit tausendmal suchen, weil wahrscheinlich ist es eine Bronchitis und. Aber selbst das, okay, dann muss ich doch dem Körper einfach nur helfen, dass der mit diesem Virus besser zurechtkommt. Dann muss ich nicht mehr husten, anstatt irgendeinen Efeu-Extrakt zu geben, wo mein Hustenreiz nimmt. Weil es war kein Efeu-Mangel. Es war was anderes, wo dahinter steckt. Und diese ganzen Mechanismen, die nehme ich wahr, weil viele Patienten, die zu mir kommen, werden da über zu viel Technik und zu viel Maschinen und zu viel Zeugs und so schön Labormedizin ist und sie für bestimmte Fragestellungen unverzichtbar ist. Gewisse Dinge kann ich nicht erkennen, die muss ich messen. Aber sie darf ja nicht die erste Grundlage von Maßnahmen sein. Die erste Grundlage muss immer noch sein, dass das Wahrnehmen des Menschen und sich überlegen, wie man die Regulation, so heißt das ja, dieses Miteinanderfunktionieren im Körper, wie man die Regulation auf die Reihe kriegt. Und das geht verloren, das ist mein Eindruck, das geht stark verloren, weil diese Idee kaum noch unterrichtet wird, sondern man kriegt nur noch Kurse über die neuesten Labormedizin, über die neuesten Maschinen, über die neuesten, aber so dieses, wie gehe ich damit um, wird immer weniger gelehrt und auch immer weniger gelebt und auch die Naturheilkunde geht schnell in so, komm mal her, ich gebe dir was, geh wieder heim mit 37 Präparaten. Anstatt, ich sag dir mal was du tun musst, damit es dir wieder besser geht. Weil auch das ist so, was du sagst mir nur was. Ich muss dir nicht immer ein Präparat geben, sondern vielleicht muss ich dir nur sagen, wie du anders zu tun hast. Zum Ausprobieren, dann werden wir sehen, ob es funktioniert. Das war früher noch der Hausarzt. Ja, das war natürlich die eigentliche Idee, die im System drin steckt. Und ich finde gerade, die Naturheilkunde müsste in der heutigen Zeit, wo sich die Medizin, die klassische Medizin, die ist weg aus diesem System. Das wird auch nie mehr wiederkommen. Der Hausarzt stirbt aus, weil es gibt viel zu wenig und die Anforderungen sind anders und die Bezahlung ist eh ein Chaos. Das läuft alles nur noch in irgendwelche Untersuchungszentren, irgendwelche Permanence-Dinge, wo man schnell hingeht, durch alles durchgemixt wird. Und die Funktion vom Hausarzt geht verloren. Umso mehr müsste sie über Naturheilkunde wieder getragen werden. Weil das ist die Basis eines Versorgungssystems, muss sein, den Mensch und sein System zu tragen und nicht für alles Zimperlein irgendeine Tablette abgeben zu müssen. Ich verstehe das schon, was du sagst, aber ich sehe auch, die Tendenz, dass immer mehr die Naturheilkunde in dieser Basis immer mehr verschwindet, weil man sich ja mit Gleichem messen will. Ja. Und dieser Druck kommt ja auch nicht ungefähr. Zum Beispiel Homöopathie. Ja. Jetzt wird einfach entschieden, Homöopathie ist ethisch nicht zu vertreten. Ja. Ne? So, und jetzt will man natürlich als Naturheilkunde sagen, hey, hallo, das gibt es schon seit 200, 300 Jahren und es war immer gut und jetzt plötzlich ist es ethisch nicht vertretbar, was soll das? Ja.
erzählt das irgendeiner Frau, die ein Kind hatte, das zahnt, dass Homöopathie nicht funktioniert, ja, genau. Oder? Ja. Oder Professor Wallach hat mir gesagt, das funktioniert statistisch gesehen zu 80% immer, nur wissen wir nicht, warum. Genau. Aber das Nichtwissen heißt ja nicht, dass es ethisch nicht vertretbar ist. Oder? Genau. Das ist genau das Thema. Und jetzt hat man natürlich, ich sag jetzt mal rein, so das System fordert immer irgendwas Beweisbares. Und dann beweisen ist ja dann heute Evidenz, Studien und Kram. Und wenn man keine Studien hat, dann gilt es nicht als wirksam. Und diese Erfahrung zählt alles nicht. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, will man sich immer genau diesem Challenge stellen? Oder geht man halt auch wieder einfach nur hin und sagt, ey, es geht hier, aber Punkt, weil ich mache das so und es funktioniert. Und natürlich kann man dann behaupten, ich weiß auch nicht wie, aber wenn man dann überlegt, weiß ich, wenn ich einem Patienten 3 Tabletten gleichzeitig gebe, Medikamente, und dem geht es besser, ob nicht nur eines geholfen hat oder alle 3, weil das hat ja keiner in der Studie untersucht. Wir wissen eigentlich gar nichts. Aber in der Welt heute hat man das Gefühl, man muss sich immer messen. Und ich glaube, es ist ein falscher Weg. Wenn die Naturheilkunde sich die ganze Zeit versucht zu messen, wird sie versagen, weil gewisse Dinge können wir gar nicht mit Studien beweisen. Theoretisch könnten wir es vielleicht. Sie kann keiner machen, weil sie keiner bezahlt. Das wird auch nie ändern. Und dann läuft es in die falsche Richtung, wenn man dann nicht sagt, okay, ja, ist jetzt so, aber frag mal und geh mal dahin und schau mal dahin, wenn das schon seit 20 Jahren immer funktioniert hat. Du musst es mir nicht glauben, dann lässt es halt sein. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man die ganze Zeit in diesen Konkurrenzwettkampf treten muss. Es ist aber ein Thema, ist auch klar, wer bezahlt was. Das ist ja auch logisch, müssen wir auch mal ehrlich sein. Ein Teil dieser Problematik ist diese Geschichte, wenn es die Kasse nicht bezahlt, mache ich es nicht. Und das kann ich verstehen, ist ja, klar. Weil wir zahlen die Gebühren. Ja, in die Gebühren. Aber auch da ist es dann halt, wo man sich vielleicht für sich selber immer überlegen muss, wie oft und wie lange gehe ich immer noch in diesen Glauben, dass es ein Krankheitsversicherungssystem geben wird, wo meine Bedürfnisse durch eine Krankenkasse abdeckt. Und da müssen wir ehrlich sein, das ist gestorben. Für die Naturheilkunde ist das gestorben. Da muss sich jeder überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, das so zu machen oder ob man sich nicht einen eigenen Gesundheitsfonds anspart und ich mir dann halt mit Therapien helfen lasse, auch wenn keine Kasse das bezahlt, aber ich sehe und spüre, dass sie wirken. Das ist so das Thema. Ich meine, unser Drang, immer alles doppelblind, randomisiert, placebo-kontrolliert zu sehen, dass das wirklich funktioniert, hat mir mal der Professor Urs Gruber ein Beispiel gemacht. Er hat mir gesagt, wir haben jetzt wirklich in der Schulmedizin einen Wirkstoff gefunden, eine Einzelkomponente, die funktioniert fantastisch. Du nimmst die ein und isst nachher ein Porridge. Ein Porridge hat zum Beispiel vielleicht irgendwie 50.000, 60.000 verschiedene Wirkstoffe. Was passiert jetzt, wenn ich diese Tablette schlucke und diese Porridge esse oder ein Coca-Cola trinke? Genau. Dann sagt er mir, ja, keine Ahnung. Ja. Wirklich? Ja, das ist ja verrückt. Ja, weil, aber logisch. Ja, am Ende ist es so. Und wenn man dann eben diese Studien macht, um zu gucken, dass das wirkt, dann sind das eben vorgegebene Dinge. Was darf ich alles tun in diesem Moment? In diesen Studien wird genau gesagt, wer darf da rein, welche Person, wie muss die aussehen und so. Und was darf sie tun oder was darf sie eben nicht tun? Beim Essen wird es jetzt nicht so explizit geschaut, aber am Ende eben sehr klar eingegrenzt. So wie eine kleine neue Welt. Und in dieser kleinen neuen Welt, kann man sagen, erscheint dieses Molekül dann so zu funktionieren. Da draußen ist das eine komplett andere Welt. Und das hat ja niemand abgebildet. Eben niemand hat es abgebildet. Nein. Aber in meinem Kopf war das ein bisschen anders. Ja, ja. So wird es ja auch verkauft. Es wird ja verkauft. Das hat es gezeigt, das ist bewiesen, da muss es so funktionieren. Und ich erlebe es im Alltag eben draußen tatsächlich, und das gilt für alle Bereiche. Da kommt eben Frau Meier, die sich blöderweise genau nicht an die Studie hält. Also im Sinne von, die lebt anders, die tut anders, die macht andere Dinge, weil es ihr Leben so ist. Und die hätte nie an dieser Studie für diese Arznei, ob das jetzt Pflanze oder Chemie ist, spielt keine Rolle, wir haben ja auch Studien mit Pflanzen, die hätte nie an dieser Studie teilnehmen dürfen, so wie sie das macht. Dann kann ich für diese Frau diese Studie nicht benutzen. Einfach gar nicht. Und deswegen müssen wir aus diesem System, wie man muss immer beides tun. Es geht ja nicht darum, dass wir uns nicht prüfen wollen, ob Dinge wirksam sind. Das ist eine andere Frage. Die Frage ist, wie prüfe ich, ob es wirksam ist. Es geht um Effizienz. Wenn ich was tue, muss dem Patienten auch irgendwann besser gehen. Das ist die zweite Geschichte. Auch das, manchmal erfährt man aus der Naturheilkunde, naja, der Patient fühlt sich wohl in meiner Behandlung. Da muss ich sagen, das ist jetzt kein Wirkungskriterium, weil Wohlfühlen ist Wellness. Ich fühle mich auch wohl, wenn ich am Tisch ein Glas Rotwein trinke. Das ist Wohlfühlen. Aber wenn ich ein medizinisches Problem habe und ich mache eine Therapie und das einzige Kriterium, wo mich interessiert, ist, der Patient fühlt sich wohl bei mir, das würde ich auch nicht akzeptieren in der Naturheilkunde. Das ist keine Wirkung. Außer ich habe vorher mit Patienten ausgemacht.
wir beide, ich behandle dich jetzt und das Kriterium ist, fühlst du dich wohl? Dann haben wir das miteinander besprochen. Ich glaube, bist ein netter Typ. Und dann also, ist das gut und ja, dann darf das Kriterium stimmen. Mhm. Aber wenn du jetzt Blutdruckprobleme hast, dann muss der Blutdruck auch runter, fertig, ja, aus. Klar. Und mit welcher Methode spielt nachher keine Rolle. Mhm. Da geht es dann auch um Effizienz und die ist ja natürlich gegeben, weil kostet ja alles Geld. Mhm. Aber ob sie immer auf einer Basis von Studien belegt sein muss oder darf, das ist absurd. Das kann kein Mensch mehr sicherstellen. Aber auch hier wieder, es geht ja um die Frage, wie gehe ich mit einem Fall, mit einem Mensch, der ein Problem hat, um dieses Problem oder dieses Phänomen zu lösen. Und da verlieren aus meiner Sicht die Strukturen einfach so zunehmend an Boden, weil immer mehr auch in der Naturheilkunde fast schon religiöse Ansichten dann vertreten werden. Hypertonie, du musst jetzt das genau so machen. Ja, wieso? Die Aborigines machen es aber anders. Also ich muss es ja nicht so machen. Ich habe vielleicht die Meinung, jetzt du musst es so machen. Aber ja, und da musst du aufpassen, dann ist noch das alles drin. Und dann beginnt auch eine Tendenz, Angst die Naturheilkunde zu durchwabern, das ist Angst. Hm. Ja, da ist noch das drin und da sind die Weichmacher im Essen und das ist im Essen und das ist schlecht und Handystrahlen und das. Und stimmt alles, theoretisch. Aber die Frage ist, ob es für dich stimmt. Für Herrn Müller mag das jetzt ein Thema sein. Vielleicht ist es für dich aber das Thema eben nicht. Das gilt es noch herauszufinden. Das kann ich nicht von vornherein sagen, für dich zählt das nicht. Aber ich kann nicht von vornherein sagen, du lebst hier in diesem Zirk, müsste ich jetzt eigentlich, oh Gott, eigentlich musst du schon tot sein. Du bist hier umgeben von Elektrosmog, jeden Tag am Schaffen. Eigentlich musst du schon längst dement, tot und irgend sowas sein, weil vor lauter Elektrosmog bist du hier unten weg. Ja, aber es gibt Menschen, die leben seit Generationen unter so einer Hochspannungsleitung und sind nicht krank geworden. Also auch da, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Strömung auch in der Naturheilkunde rutschen, wo auch wieder in die Angstrichtung geht und immer nur in die, wenn du nicht so bist und du musst krankhaft gesund leben und so. Jetzt kommen wir da in einen ganz interessanten Bereich rein. Es gab ja in der Schulmedizin immer die große Diskussion Erreger oder Milieu. Und irgendwann hat man sich dann geeignet, ja eigentlich hat man recht, das Milieu ist entscheidend. Ja. Und das heißt, da wir wissen, das Milieu, der ganze Simon Feldhaus, als Ganzes kann Gesundheit oder Krankheit ausdrucken. Ja. Und dieses Denken ist irgendwann verloren gegangen und jetzt suchen wir plötzlich wieder nur noch das Problem an dir, oder? Ja. Aber der Mensch ist Milieu. Ja. Und genau das ist die Naturheilkunde, oder? Ja. Milieu als Ganzes zu betrachten. Ja. Wäre sie. Wäre sie? Wäre sie für mich. Und dann aber jede Medizin so Dinge da, wäre ja eigentlich so. Ja, natürlich. Bitte. Chinesische Medizin auch. Ist am Ende heißt das dann halt Yin-Yang oder irgendwelche Meridiane. Aber am Ende ist es auch nichts anderes als Milieu, wenn du es mal so beschreiben willst. Und so wäre es. Aber was passiert denn heute? Heute ist dann, du darfst keine Eier mehr essen. Eier sind tödlich, weil da leben Viren drin und das macht dich krank und das macht dich krank. Und Kuhmilch darfst du auch nicht mehr trinken, weil es ist ja für die Kuh und fürs Baby von der Kuh. Ich und dann traue mich gar nicht zu Kuhmilch. Ja? Rohes Fleisch, gar nicht. Darfst du alles nicht und das darfst du auch nicht und das darfst du natürlich auch nicht mehr. Also es wird dann einfach so, ist schlecht, Punkt. Ja. Und ich versuche dann, und das wird so vertieft dargestellt, dass wenn ein Mensch dann nicht sehr, sehr offen und weit denkt, nimmt er das so als, ja, okay, ja, natürlich, Eier sind ungesund. Und solche Menschen kommen zu mir in die Praxis und die sind völlig, völlig verstört, weil die gar nicht mehr wissen, was sie essen wollen, haben früher Eier gegessen, auf einmal dürfen sie alles nicht mehr essen, weil irgendjemand, der mit dem Jenseits redet, behauptet, dass Eier kann man nicht mehr essen und so. Und dann sage ich immer, wissen Sie was, wir gehen jetzt mal zusammen ins Muttertal da hinten, ganz in die Tiefe vom Muttertal, auf so einen Bauernhof und dann erzählen Sie jetzt mal dieser Bauernfamilie, dass Eier ganz schlecht sind und Milch tötet. Und dann wollen wir mal gucken, was die erzählen, wie lange die schon im Muttertal leben, von dem noch nie was gehört haben, Eier und Milch trinken, dummerweise nicht krank werden. Weil denen müssen wir jetzt erzählen, dass sie eigentlich alles, was sie auf dem Bauernhof machen, ist falsch. Sie essen Eier, sie trinken Milch und nichts, also sie werden komischerweise nicht krank. Das muss geändert werden, sie müssen jetzt krank werden. Und das meine ich, das ist genau dieses. Es mag ja sein, dass für einen Menschen, ja, für den ist jetzt das Essen von Eier blöd. Ja. Das und dann noch welches Ei kommt vielleicht auch noch davon? Gell? Wo kommt das Ei her? Legehuhnbatterie Deutschland mit Antibiotika oder Murtertal, wo das Huhn draußen im Garten umherrennt und auch mal einen Regenwurm frisst? Also so ist natürlich genau das. Qualität müssen wir aber nicht dieses Eier darf man, das darf man, Fleisch sowieso und veganes. Ich gehe mal da oben ins Nordpolarmeer und suche mal einen vegan lebenden Eskimo.
das wird recht schwierig. Da hat es keinen Salat und die weigern sich auch zu sterben. Hm. Wobei mittlerweile sterben sie, weil wir denen jetzt ja, die haben früher nur Fisch und Wal und Eisbär gegessen. Jetzt haben sie auch Hamburg und so, gell? Hatten nie Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hm. Und jetzt haben sie ja unsere moderne, richtige Esstechnik bekommen. Mit Gemüse und allem, was dazugehört. Und jetzt sterben sie wie die Fliegen an Herzinfarkten. Hm. Weil wir unsere Ernährung, die wir hier haben, müssen die jetzt essen. Wieso? Das ist ein völlig anderes Volk. Also, das ist wieder Individualität. Du musst doch nicht essen, was ich esse. Und wenn ich denke, dass das gesundes Essen ist, warum sollst du denn das essen? Wieso muss Blutgruppe A immer nur, wenn du Blutgruppe A hast, darfst du das so nicht essen? Möchte mal wissen, ob irgendein Urwald-Indianer in Südamerika, das wusste, der Blutgruppe A hat, erstmal wissen, ob er Blutgruppe A hat, das weiß und deswegen im Urwald jetzt, ne, das esse ich jetzt lieber nicht, ich esse heute nur lieber das. Das ist doch alles verwissenschaftlicher Unsinn im Sinne von, für den einzelnen Fall ist das vielleicht richtig. Aber die Naturheilkunde neigt momentan auch so zu Verallgemeinerungen, dass irgendetwas ist so und dann muss das bei jedem genau so sein. Irgendwelche Würmer, Parasiten, wahnhafte Erfindungen, dass bei jedem muss immer alles und dann gibt es irgendeine neue Maschine, die irgendwas Neues macht und prompt haben dann alle nur noch das. Und das ist schade, weil dann verliert die Naturheilkunde diesen Boden, diese Bodenhaftung, genau diese einfache Geschichte. Naturheilkunde ist einfach, Milieu, Leben, Mensch, dazu gehört Bewegen, dazu gehört aber auch Freude und Psyche. Vielen Menschen wird momentan das Essen vermiest, wo sie seit vielen Jahren machen. Was ja nicht bedeutet, dass es ein Argument ist, wenn du gerne 3 Sahnetorten am Tag isst, dass ich dann sage, ja, das ist jetzt halt deins. Über das zu reden macht ja schon Sinn, was ist gesundes Essen. Aber nicht jeder muss in einem System gefangen essen, bloß weil irgendjemand mit irgendwelchen Eingebungen herausgefunden hat, dass Eier ungesund sind. Das ist ja alles Unsinn. Aber diese Entwicklung, nehme ich zumindest in der Naturheilkunde wahr, kommt immer mehr und ich halte das für extrem kritisch. Hm. Ich finde es schade um das. Total schade und letztendlich auch nicht zielführend, nein, denn der Weg, letztendlich einen gesunden Körper, einen gesunden Geist und meine Beziehung dazu aufrechtzuerhalten, dass meine Selbstheilungskräfte hoch sind, sind hier gar nicht im Fokus. Nein, eben nicht mehr. Hm. Und wir müssen die Menschen nur genau da wieder hinbringen. Wir müssen den Menschen helfen, auch diese Eigenverantwortung für sich wahrzunehmen und zu sagen, das ist jetzt so und ich nehme das mal wahr und ich gucke mal und so. Aber auch die Naturheilkunde hat nicht die Aufgabe, Menschen zu heilen, sondern Menschen dazu zu befähigen, selbst sich zu heilen. Das ist die Idee. Also nicht Arzt macht mich gesund, sondern was fehlt mir an biochemischen Stoffen möglicherweise, damit mein Körper wieder in der Lage ist, meine Baustelle selber zu sanieren. Ja. Und das ist klar, wenn du einen schweren Vitamin-D-Mangel hast, ist ja logisch, dass du den auffüllen musst. Woher weiß ich das, indem ich es gemessen habe? Ja, gar keine Diskussion. Aber das ist ja nicht alles. Es ist ja dann nicht nur Vitamin D und Omega-3 und damit ist alles gut, so wichtig die sind. Sondern muss auch das dazu, das dazu, das dazu und das dazu. Und ja, wenn jetzt jemand seit Jahrzehnten irgendwo in einem Seitental lebt, Schweine züchtet und auch mal eines von diesen Schweinen für sich immer benutzt zum Essen, warum muss der jetzt vegan leben? Wieso muss der jetzt auf einmal alles wegschmeißen und vegan essen, weil Fleisch ist giftig? Das ist doch völliger Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Der darf doch das immer noch so essen, weil er schon seit 20 Jahren gemacht hat. Vielleicht muss der aber was anderes noch ändern, weil wenn er krank wird, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber gut, auch auf der anderen Seite, Vegetarier oder Veganer müssen sich ja auch überlegen, wenn sie das aus idealistischen Gründen für sich entscheiden, ob sie daraus irgendwelche Mängel letztendlich generieren, oder? Ja, wenn ich nur Grünes esse, wird das mit dem B12 einfach schwierig. Und dann ist es das Gleiche. Dann ist es so, dann messe ich das, dann nehme ich halt B12 ein und kann immer noch so weiter essen. Da hat ja keiner was gegen. Heißt ja dann nicht, ich muss jetzt Fleisch essen, sondern ich muss halt reagieren. Aber nicht jeder muss irgendwas tun. Also auch die Naturheilkunde benutzt viel zu oft jetzt, es muss so, du musst, da. Niemand muss. Man muss herausfinden, was ist deins. Und das ist schwierig, das ist schwierig. Und ich verstehe, dass es gerade so für die Neuen, die neu Ausgebildeten in der Naturheilkunde, sehr faszinierend ist, wenn ich so eine Technik bekomme, egal woher, die mir jetzt auf einmal Dinge sagt. Das ist aber genau nicht Naturheilkunde. Ja. Eine Maschine, die mir was sagt, ist nicht Naturheilkunde. Ja, ja. Naturheilkunde, ich bin kundig in der Natur.
Struktur. Und dann kommt vielleicht irgendwann mal am Ende des Prozesses so eine kleine Maschine, die mir 2-3 Fragen beantwortet, die ich sonst nicht beantworten kann. Absolut. Aber nicht, das ist die Basis von Naturerkunde. Die Basis sind die ganz einfachen Sachen in der Natur. Und da müssen wir wieder hinkommen, weil wenn wir das verlieren, verliert die Naturheilkunde ihren Boden und ihre Kernkompetenzen. Das finde ich ausgesprochen schade. Und deswegen ist es mir wichtig, mehr so für die Zuschauer, dass man sich immer wieder bewusst ist, es geht um dieses Milieu. Es ist wirklich so einfach. Es ist so einfach. Es ist das Milieu, alles, was dazugehört. Und an dem müssen wir arbeiten. Und das Milieu muss auch das psychische Milieu sein. Und die schlimmste Störung für Menschen ist irgendwelche Ängste. Und die Naturheilkunde beginnt, Ängste zu schüren. Auch. Und das halte ich für komplett falsch. Dass es die Schulmedizin tut, liegt im System begründet, auch im juristischen System. Wenn ich als Arzt dir nicht alles erkläre, was passieren könnte, wenn du das nicht machst, bei Bluthochdruck, wenn du den nicht senkst, dann kriegst du. Und ich mache das nicht und dir passiert was, dann kommt vielleicht jemand aus deiner Familie und verklagt mich, weil ich dir es nicht gesagt habe. So sind wir heute. Also muss ich als Arzt dir alle schlimmen Sachen vorhersagen. Wenn du das nicht machst, dann ist das weg. Aber das darf nicht die Ebene sein, auf der die Naturheilkunde lebt. Die Naturheilkunde muss ein anderes System machen. Und Angst hat da keinen Platz. Es ist die Frage, wie kriege ich dich? Wie kriege ich dein System wieder hin? Das ist die Kunst. Und die muss anders funktionieren und hat sehr viel mit Empathie zu tun. Die Liebe zum Patienten und nicht die Liebe zur Maschine. Wenn man jetzt gerade so ein bisschen auch den Blick hat in die Nachrichten rein, ins Fernsehen rein, in Filme rein und. Und aus der Sicht der Naturheilkunde wieder sagt, Angst ist der allerschlechteste Wegbereiter und beeinflusst letztendlich ganz, ganz tief auch unser Unterbewusstsein, dann ist das schon alles eigentlich mit sehr Vorsicht zu genießen. Ja. Alles, wo irgendwo in eine fast schon fanatische Richtung geht, das muss so sein. Und alle haben irgendwelche Würmer mittlerweile, kriegen die Leute erzählt. Und jeder hat irgendwelche Parasiten. Nein, es gibt einzelne Menschen, ja, genau. Aber hallo, nein. Und das ist total auch in Ordnung, wenn wir es haben, oder? Gewisse Dinge. Ja, weil ich würde wetten, dass... Das Milieu muss ja das aushalten. Ja, genau. Früher haben wir auch gesagt, das Kind darf Dreck fressen. Ja, oder? Wen hat das früher interessiert? Genau, und heute ist, der Fuchsbandwurm. Fang ja nicht an, im Wald eine Heidelbeere zu essen. Da könnte ja, wenn es dumm läuft... Ja. Eine von 100.000 oder könnte, was? Könnte, wenn es dumm läuft, das stimmt schon. Aber wenn ich so anfange, dann höre ich auf mit allem. Und das ist genau nicht das, was Naturheilkunde ist. Danke, ganz herzlich. Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Einfach mal wieder an der Basis angefangen. Was ist Naturheilkunde? Und das ist wirklich der Mensch als Ganzes, das ganze Milieu, ohne irgendwelchen Fanatismus und keinen Extremismus. Und vielleicht hilft Ihnen auch diese Sendung einfach mal die ein oder andere Empfehlung, die Sie schon gehört haben, mit anderen Gedankenstrukturen heute wahrzunehmen. Das war das Ziel dieser Sendung. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander. Danke fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte vergessen Sie nicht, den Kanal hier unten noch zu abonnieren oder über Wikisana alle unsere Sendungen auch werbefrei anzuschauen oder diese Auswahl von Sendungen zu konsumieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.